wartet doch, jetzt können wir es doch wieder machen. Die Fasnacht, die wir so vermisst haben letztes Jahr. Ich möchte dir nicht A sagen, sondern B sagen. Also, dann sage ich B. Das ist Musik ohne Probe, die euch jetzt ein bisschen unterhalten. Viel Vergnügen und geniessen den Abend weiter. In unserem Kräutergrätsch von Hergiswil schenken. Bini ist frei für das Kräutergrätsch. Viel Vergnügen! Weil hier oben wollen wir es lustig haben und wollen wir jetzt gerade an. Zum Glück sind ihr heute alle da, weil das macht uns nämlich würdig froh. Nach dem Fasnachtsprogramm wird die Tanne am Freitag schon geschleift. Wo wir das gelesen haben, ist uns der Kiefer runtergefallen. Die Kräuterschreiberin ist ganz ärgerlich und verrückt. Ja, wer hat echt das so verbockt? Böttelschreiber haben es falsch gedruckt, Herr Jemine. Ich glaube bald, sie sind schon fast ein bisschen fest Fasnacht gesehen. Das Grossmesse geht in den Schweinfahren. Juge, doch zuerst müssen sie noch ins Spital haben. Der Schreinermann muss sein Kleidchen zeigen. Ihr Auto tut sie ins Parkhaus reisen. Dort tönt so komisch. Und Schroff, richtig ist ihre Skibox oben drauf. Voller Motivation wird die Kiste abmontiert und von Hand werden die Ski raustransportiert. Übrigens, der Sohnemann hat dem Skilagerrennen sehr brilliert. Dann fällt er auch von diesem Tag profitieren. Am Bike-Marathon von Grillen, das machen die Jodler mit grossem Willen. Fauberbrüder arbeiten zusammen am Grill. Der eine startet den Gasgrill,
Der andere geht ganz nach gaffen. Wuff, ein Klapp. Ui, im Salis hat das Tor verbrannt. Der Pius strupft den Frisur zu weg. Und sie haben sich nach dem Schreck ein Bierchen gegönnt. Fasnacht ist doch einfach die beste Jahreszeit. Kein Wunder, haben nach dieser manchmal lange Zeit. Es gibt aber einen, der hat es wieder fürchterlich übertrieben. Hat am Geburi alles für ein Bigger. Ein Pauken, ein Schlagzeug und noch etwas zum Dreiblasen hat er für genommen. Alle haben gespielt. Auch die, die es nicht haben können, habe ich vernommen. Das haben natürlich auch Nachbarn gehört und sind in der Nacht mit der Taschenlampe die Huckenmusik suchen. Es war aber so laut, wir haben sie nicht mal gehört fluchen. Los, wir sind ja froh, bist du ein Spinner. Doch das Dunkel mit dem Alter wird immer schlimmer. Im Jahr 21 gibt es gar nichts zu feiern. Nicht gehört nur der Bundesrat leiden. Ein wahrer Lichtblick war das in der Schweizer Schwingfest. Sättig, starke Männer wünschten wir uns noch mehr. Unser Topschwinger, Joel, war grandios. Er hat es geschafft, das Fest zu gewinnen. Ganz famos. Er empfängt Sergisil zu seinen Ehren. Das muss sein. Gross und klein, alt und jung sind sie dabei. Schon lange hat man nicht gesehen, so viele Leute im Dorf. Alle wollten halten im Schulhof. Die Musik, die Jodler und sonst noch allerlei. Nur der Opfer sei pur, war froh, wo der Muni wieder war, daheim. Habt ihr gewusst, ehemalige Staatsangestellte sind wie heisse Geschwölte? Nicht anlängen, sonst verbrennst du die Finger. Nichts sagen wäre da jetzt vielleicht dringer. So, und jetzt zur Geschichte. Sie haben das ganze Leben so viel für die Allgemeinheit da, nach der Pensionierung. Dürfen sie denn etwas profitieren davon? Die zwei Säbigen haben es mit im Dorf mit einem Blumentopf einen Kampf. Ja, der Rentneralltag ist manchmal schon krank. Der Blumentopf ist gelandet in den Wigern zum Entsorgen. Und der Gemeindearbeiter hat ihn wieder aufgeholt am nächsten Morgen. Unsere Gemeindekosten tun das zwar nicht sprengen, aber als ich das gehört habe, haben wir doch ein bisschen nach Kopf auflängen. Wir sind jetzt nachsichtig mit dem Ehrenmann. Aber diesen Topf haben wir wirklich nicht in den Wigern lassen können. Meine Buhe und deine, das geht zusammen zu viel. Wäre es 3, 4, 5, 6, 7, wo gern mit dir zusammenbleiben, gäb's eine grosse Fischau, wo sich lang noch sehen. Ja, wir hätten auch Lustiges müssen vernehmen. Es hat nämlich eine gespässige Verwechslung gegeben. Ein Ollentopur findet seine Kuh nicht mehr am Schloss. Er studiert und hat den Job verdrossen. Da fragt ihm gerade der gute Platznachbarin. Hat er die falsche Kuh? Könnte das echt sein? Tatsächlich findet er beim Gemeindepräsidenten im Stall. Seine Kuh die ist sogar am Fressen. Da frage ich dich, wie geht das? Da
Natürlich hat er gut frisst Heu und Gras. Ein fleissiger Gehilfmann. Wirklich ein flotter junger Mann. Da hat Manni beim Heimführen den Überblick nicht mehr so gehabt. Der Schulhausumbau ist eine grosse Sache. Es wird geschaffen und geschalt. Bis unter das Dach. Die Stutzarbeiter im vollen Elan arbeiten, glaube ich, nicht ganz nach dem Plan. So mussten sie nachträglich noch ein Fensterloch rausschneiden. Für die Pannen. Dümmer die Bauchnötchen nicht beneiden. Die Agi-Frau im Hübali ist in der Küche eine Wucht. Das findet der Lederbeig-Mann super. Er merkt ja auch nicht gerade zur Magersucht. Dass seine Frau auch in anderen Sachen gut ist, wird das Zeitmanagement manchmal etwas schwierig. Vor allem, wenn er schon wartet aufs Essen, ganz gierig. Zum Glück hat sie noch einen alten Mixer, der selber arbeiten kann, ohne zu drücken. So geht es doch etwas schneller. Hat er ihn aber fast eingebracht, die Perücke. Die Haare hat er nie genommen beim Umletten machen. Er ist also wirklich nicht mehr gesehen zum Lachen. Doch dank einer Weltklasse Coiffeus sieht sie schon wieder aus, sehr seriös. Der Lederbeigmann hat den Dummeletten gleich noch gegessen. Er hat doch nicht können verzichten auf die Delikatesse. Kürzlich bin ich bei tiefen Temperaturen an die frische Luft. Da ist mir Koduhansen gar nicht entgegengekommen, als wäre sie auf der Flucht. Kaum ein Mantel trägt sie auf den Schultern, Finger an den Füßen, es ist schon Schottern. Borsch gehen holen hat sie wollen, ganz allein und kann jetzt nicht mehr nie daheim. Ein Retter, der einen Schlüssel hat, arbeitet auf der Bank und ist so nett. Liebe Conny, tu daran denken und das nächste Mal den Schlüssel gerade umhängen. Unser Gemeinderat, der ist nie still. Sie sagen, beim Schulhaus ist es trotzdem zu wenig und Bäumsiges zu viel. Schulhaus und Schulhausareal, das ist ein grosses Projekt. Ja, das Dorfbild und der Schulweg sollen werden perfekt. Kurzerhand werden die wunderschönen Bäume beim Schulhaus gefällt. Und so ist der Weg für das Trottoir schon gewählt. Viele Ämter und Köpfe tun an dem Trottoirbau mitlenken. Aber ob sie echt den richtigen Weg tun, bedenken. Nach der Daumenkurve ein Trottoir wie ein Wurm. Nein, gerade soll es sein, sonst wird es einem noch Sturm. Für die Sicherheit ist es nicht so schlecht. Sie haben, glaube ich, schon ein bisschen recht. Weil wenn die Lehrer vom Schulhaus ins Kaffee gehen wollen, müssen sie so das Trottoir nie verlassen. Item. Ja, es ist, wie es ist. Und die Diskussion ist ja eigentlich schon längst vom Tisch. Letztes Jahr hat es eine Tanne ohne Schweifer gegeben. Fasnacht haben wir uns aber nicht ganz nehmen. Auf dem Fasnachtsweg hat man viel Lustiges gesehen. Glühn, Pipi, der Trump und sogar der Alain Percé. Ein paar nützliche Sprüche hat es auch noch dazu gegeben. Hoffentlich konnte er lachen bis genug.
Etwas haben wir dann nachher müssen vernehmen. Darum tut sie jetzt halt auch noch ein Versli. Bei der Fahrt ins Dorf ist die Tanne im Bach. Das ist etwa gar keine coole Sache. Der Mirtoni wird zum Retter in der Not. Er kommt nämlich mit dem Kran vor Ort. So ist die Tanne doch noch ihren Platz gekommen und die Geschichte hat ein gutes Ende genommen. Ui, auch das, oh ja, da hat es meine Ordli Ärger gegeben. Das könnte einem bei Maid Freude am Holzen nehmen. Die Tanne ist nicht so geheilt, wie sie erzählen. Darum haben die Holzentraktoren jetzt eine grosse Welle. Ja, noch mehr Gerätsfrauen fragen jetzt nicht mehr genau. Ja, wir haben immer eine schöne Tanne bekommen. Auch bei den Gurken passieren Pannen, ohne dass man sich wehren kann. Der Getränkehandel Junior tut halt rüdig gern ein bisschen scheren. Nach der Ebersäcker Fasnachtsparty tut er im Mami telefonieren. Kannst du mich holen, hat er gelallert, ohne sich zu genieren. Ja, wo bist du? Hat die Mutti am Telefon gesagt. In der Hofstadt, hat der Esli gemeint. Mami hat in die Hofstadt. Niemand weit und breit in die Reihe durch. So nimmt sie erneut das Nadel für. Wo bist du? Kannst du dich besinnen? Ich wohne dich jemanden an von Spinnen. Sehr gute Magie in den weiteren Standort an. Auf die Aufhausenuhr fährt sie. Und rennt noch einmal an. Beim dritten Anruf fragt sie nochmal. Res, wo bist du drinnen? Hinten zuruft jemand. Wir sind eigentlich die Ebersäcke hinten. Los, Resli. Wenn das Mami schon das Auto vornehmen, solltest du allen den richtigen Standort durchgeben. So müsst sie nicht stundenlang im Zeug rumfahren. Könnt Zeit, Benzin und vor allem Nerven sparen. Im Sommer hat uns die Schule über die alten und die neuen Lehrpersonen informiert. Das hat wie immer ein paar Schüler frustriert. Einer hat aber fest gefällt. Man war nicht so sicher. Haben die Finger beim Tippen echt Buchstaben verfehlt. Wie sollte es echt ohne Frau Untergeschoss gehen? Ist doch seit so manchem Jahr immer da. Wie manche Hergiswilerin und sogar Hergiswiler hat dank ihr gelernt rechnen und schreiben. Manchmal hat sie auch gebraucht, einfach ein bisschen zum Mödel auszutreiben. Zum Glück ist sie aber nur auf dem Zettel vergessen gegangen. Das hat sie in der Schule jetzt wirklich nicht auch noch abverlangen können. Wer weiss, vielleicht war es auch extra gewesen. Jetzt freuen wir uns über sie nämlich noch viel mehr. Sonnige Tage sind zum Geniessen. Darum haben sie Trail und der Beat ein Rissen. In die Teufelsschlucht hat sie sich gelockt. Wandern, Natur und einfach ein bisschen sein. Wer will da nicht auch sein dabei? Schon fast wieder zurück beim Auto merkt Trail, dass sie das Telefon vermisst. Der Beat brummelt ein bisschen grantig, dass man so etwas beim Rasten doch nicht vergisst. Man schaut doch beim Aufstehen immer nach links und rechts. Aber hat er gestaunt, wo sie beim Bänkli neben dem Nadel auch noch sein Portemonnaie gefunden haben? Ja.
schmunzeln und sind zufrieden heim. Schön komisch, wenn sich die Kantonspolizei per Telefon meldet und studiert. Dann habe ich echt vordrängelt. Und ist es echt wegen der gelben Scheiss-Tempomat gewesen? Der hat auch schon gebracht, den Geschwindigkeitsbus, Herr Jemine. Sie kennen das Auto, Kennzeichen, Nummern, die Strecke, wo ich unterwegs war. Ja, jetzt wird es langsam ungemütlich. Sogar die Nattelnummern haben sie im Programm gesehen. Bin ja schön froh, ist das nicht mehr passiert? also, kein Bus bekommen. Und der Illi-Rolli hat Glück gehabt. Es sei ja beim Überholen etwas knapp geworden, hat der Polizist hat einfach ein schlechtes Gewissen gehabt. Corona soll nicht oben kein Thema sein. Doch die Geschichte vom Jodelclub auf Hause, die muss einfach drin. Von dem Konzert haben sich die Oder testen lassen. Sie haben überlegt, wo macht man das am besten? Auf die Noto fahren? Oh nein, das ist wirklich Zeit. So ins Nachbardorf haben. Für das hat man am Ende Zeit. Tatsächlich haben sie dürfen auf Foto zu den Frauenärzten gehen. Wo, was und wie die getestet hat, das fragen wir jetzt nicht mehr. Frau Müller träumt schon lange von einem Brunnen im Garten. Auf eine Geburi hat sie nichts bekommen und mag kaum gewarten. Herrlich, wenn da noch Wasser fliessen. Aber hoppla, bei diesem Projekt tun sie etwas zu fest reinschiessen. Los geht's, sagt der Banzmann. Jetzt müssen wir Wasser fassen und dann eine Leitung legen. Von den Weiberbauchquellen durch die Heizigerbude durch. Das wäre ein kurzer Weg. Aber wie bringen wir das zu Weg? In den heizigen Buden schaut der Schlauch zu der Wand aus. Wo geht euch der durch? Niemand weiss es und niemand kommt raus. Um das zu kontrollieren, montieren sie einen Wasserschlauch an. Lassen Wasser ein mit grossem Druck. Irgendwo setzt doch rauskommen. Das macht sie ganz verrückt. Das Wasser läuft durch einen Schlauch in der Wand, unbemerkt und direkt über in die Schreinerei. Und die haben dort eine gröbere Sauerei. Das ganze Plattenlager steht in der Wasserlache. Stundenlang müssen sie putzen. Hinten nachher kann man immer darüber lachen. Der Herbst ist im Kurzhobel aber passiert, dass der König der Lüfte im Tragflecht vom Hühnerhof hängen bleibt. Das erschöpfte Tier wird von Jägern befreit aus der Not. Darauf mag der grosse Vogel aber nicht mehr fliegen fort. Die Vogelwarte wird kontaktiert, die Frau am Telefon meint ein bisschen pikiert. Sie können das Tier nicht einfach bringen. Sie haben Feuer oben und die Mitarbeiter sind am anderen vorspringen. Für eine Nacht findet das Tier das Zell beim Falken drum Unterschlupf. Zum Aufpappeln darf der Mundrix auf Sämtlich den arme Tropf. Freude haben wir schon, dass das Vogelfieh davon kam. Beim Auswildern, wieder auf der Kurzhobelhöhe,
haben wir dann vernommen, weil der gefiederte Besuch bestimmt wiederkommt und sich eben halt gerne ein Hündchen holt, hat man einem Hühnerhalterbauer einen jährlichen Betrag zugesichert. Ja, das Adlerfutter ist eben versichert. Was würden wir in der Kräuterzunft auch machen ohne unseren Pöstler? Sogar ohne Briefmarken bringt er uns in die digitale Welt. Aber nicht nur mit den neuen Medien, nein, auch mit Drohnen könnt er sich super aus. Dann darf ich dir gerne die Frage vom Nachbar aus. Hat er doch wollen zeigen, sein neues cooles Spielzeug? Und hat es dir gerade stürzen auf den Balkon vom Nachbar? Als wäre dort der Landeplan für Flugzeug. Gemacht hat es im Haus zum Glück nur wenig. Darum bleibst du für uns der Drohnenkönig. Radarwarnungen, das ist so der Brauch. Vernimmst du jemanden per WhatsApp? Am Morgen, wenn du stehst, gerade auf. Auch der Enzischwänzer-Kassier liest die Nachrichten. Und gleich müssen wir euch berichten. Von 3 Chats hat er vernommen, dass der Blitzer in den Schmitten unten durch ist. Tschüss, befolgen sollte man so Hinweis, dann gäbe es vom Strassenverkehrsamt kein Verweis. Haben wir unser gutes altes Stumpenhaus. Jetzt ist etwas ganz anderes geworden daraus. Vielseitig ist es wie eh und je. Und es gibt ganz viel Spannendes drinnen zu sehen. Ein Lädchen ist es heute auch noch klein, aber auch die Touristen gehen aus und ein. Touristeninfo steht gross im Schaufenster. Jetzt haben wir Kräuterdörfle gezogen, unser grosses Los. Die Hergiswiler können zeigen, was sie machen und was sie sind. Jetzt wird der Touristenansturm steigen, ganz geschwind. Übrigens, selber gemacht von Hergiswiler und Hergiswilerinnen, findest du dort im hinteren Räumchen. Die Hergiswiler halten auch mit der Digitalisierung mit. Schon bald verfolgt uns das Handy auf dem Milchreuter Käseweg Schritt für Schritt. Mit QR-Code gibt es vieles zu entdecken und soll so die Freude an diesem Weg neu erwecken. Ich hoffe, ihr schaut gleich noch ein bisschen in unsere schöne Natur und vor allem auch, was macht unser Nachbar. Wir sind darum immer wieder froh für lustige Geschichten. Dann würden wir vielleicht das nächste Jahr auch wieder ein bisschen dichten. Danke vielmals. In einer ganz kurzen Zeit so viele Sachen auf die Reihe gebracht haben und die vielen Sachen, die wir vernommen haben aus unserem kleinen Kräuterdorf, ist manchmal wahnsinnig, was da alles passiert. Und vielleicht ist im einen oder anderen auch schon so ein Missgeschick passiert, wie hier im Hodu Hanser Conny. Mit diesen Türen, die zugestellt sind, wenn man draußen steht, und ein Windstoss kommt und wir haben keinen Schlüssel und niemand anderes ist im Haus. Ich könnte von mir alles Märchen erzählen. Aber ich glaube, ich lasse es besser sein. Sonst kommt es nächstes Jahr auch noch im Kräutergrätsch. Danke vielmals in dieser Dichterinnen und in euch allen von mir drin einen schönen Abend. Und zwar wird
sie begleiten, sie da wird mit den Beivögeln. Und die Bürger dürfen vom Apfel sein. Gibt uns noch was Sachen zum Besten. Ich wünsche euch ganz schöne Unterhaltung und hoffentlich, dass ihr die Lachmuskeln ein bisschen fest braucht. Ich gebe die Bühne frei für Isidor. Ja, liebe Fasnächtler, jetzt möchten wir alle ein bisschen miteinander singen und ich möchte euch bitten, hier mitzusingen. Ihr fangt gerade mit dem Refrain an und dann dürfen wir mitsingen. Nachher werde ich in der Zwischenzeit immer wieder ein bisschen etwas sagen und dann mache ich dann wieder Jungbein ein und Jungbein Bänkler Vinzenz von St. Gallen. Joppeide, joppeida, ist rüdig Teufitschi sie gefallen. Joppeide, heida. Statt süße Schätzli, blond und rot, überkommt er jetzt nur noch Wasser und Brot. Joppeide, joppeida, joppeide, joppeida. Im Gemeinderat von Hergiswil wollen wir einisch danken. Für seine gute Arbeit überkommt er selten Anken. Die Mobilfunkanlage mit deren Antenne tut die Gemüter in Hergiswil wieder einisch trennen. Juppeidi und Juppeida, Juppeidi und Jallala, Juppeidi und Juppeida, Juppeidi heida. Der Bundesrat Berse, unser Gesundheitsminister. Juppeidi, Juppeida. Und Freiheitsstreichler dünnt nicht im gleichen Register spielen. Juppeidi heila. Sie geben ein erfolgreiches Bestattungsinstitut. Der Perser redet gut, von der anderen Lippe nicht den Hut. Juppeidi und Juppeida. Der Fasnacht tönt auch Leute gern Masken tragen. Juppeidi, juppeida. Beim Corona-Maskeli wollen etwas sterben. Juppeidi, heida. Ein Wüstengrind kann man mit der Maske verdecken. Ohne Maske kann man den Lachen wieder verschrecken. Juppeidi, juppeida, juppeidi, lalala. Juppeidi, juppeida, juppeidi, lalala. Der Regierungsrat Graf hat können sterben. Juppeidi, juppeida. Mit einem Freiheitsstreicher ist nicht gut zu leben. Juppeidi, heida. Trotz Drohungen findet er mit allen den Rang und für seine undankbare Arbeit verdient er den Dank. Juppeidi, juppeida, juppeidi, der Hans, unser Zopfmeister, tut nicht plagieren. Juppeidi, juppeida.
Er kann aber blitzschnell eine Tannenschleife organisieren. Juppeli, heida! Seine Schäfli wissen, was sie zu tun haben. Sonst geht er mit den Eiachsen zu den Heiden. Juppeli, juppeli, die schönen Blumengaretten im Kräuterdorf. Finden etwas Hergiswiller leider doof. Die Garetten haben müssen in grusigen Westbetonkisten weichen. Vielleicht könnte man sie ja noch Grüela streichen, juppei, juppei, la, juppei, la, la, juppei, juppei, la, juppei, la, juppei, la. Unser Hergiswiller, Corona-Professor, juppei, juppei, la, macht alle Maskenträger vergessen. Juppeidi, heila! Der Daumen Frank greift durch und sagt, wir haben Ordnung, da ist der Rapp. Juppeidi, juppeida, juppeidi, lalala, juppeidi, juppeida, juppeidi, heila! Im Restaurant Kreuz, da kann man gut essen. Juppeili, Juppeila! Die Hergiswiller haben es wegen der Corona vergessen. Juppeili, Juppeila! Der Wirt braucht Gäste, dass er etwas verdienen kann. Sonst müssen wir uns ohne Wirtschaft blamieren. Juppeili, Juppeila! Ins Buchenspertis Stumpenhaus. Juppeili, juppeida. Schauen heute andere Menschen draus. Juppeili, juppeida. In dem Mini-Krämerlädeli kann man alles kaufen. Die Hergiswiller Frauen wollen es neu. Drei im Stumpenhaus dampfen. Juppeili, juppeida, juppeili, lalala. Juppeili, juppeida, juppeili, heida. Hergiswiller Fleckfeeschau mit 200 Tieren. Juppeili, juppeida. Ist nicht grad emanzipiert gsi. Ohne einen Stier. Bauern haben vor Freude vergessen zu essen. Der Kreuzwirt ist auf 200 Meter gesessen. Juppeili, juppeida, juppeili, lalala. Juppeili, juppeida, juppeili, heida. Die grosse artige Adventsweg in Hergiswil. Juppeida, kommen daher mit Künstlerstil. Juppeida, die vielen freiwilligen Arbeitsstunden müssen wir unterstützen, sonst haben wir den letzten Weg gefunden. Juppeida, 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 juppeida. Zwei Meter Abstand haben, das sind so Sachen. Juppeili, juppeida. Wir wollen unsere Jungen auf diesem Weg Kindli machen. Juppeili, juppeida. Juppeili, juppeida.
Bundesrat hat Massnahmen müssen lockern. Sonst tut unsere Schweiz ein paar Jahre austrocknen. Eilig so richtig festen. Ein bisschen plagieren, saufen und den Rest vergessen. Noch haben wir 40 Tage fasten. An der Ostern gibt's nur noch ein. Gibt's nur noch ein Ei? Aber heute gehen wir weg. Heute wollen wir das machen, aber heute machen wir das und gehen erst am Morgen. Der Innerschweizer Schwimmfestsieger. Der Joel Ambel. Bio haben wir mit 1000 Fans gefeiert. Der Sieger Moni hätte er müssen vergessen. Er ist bös geworden und sie haben ihn schon gefressen. Alles herzliches Dankeschön im Isidor und wir haben uns hoffentlich ihr auch und wir super amüsiert. Damit sind wir Kräuterzüchter mit den Darbietungen durch. Jetzt spielen die Vögler noch ein spielen. Und ich wünsche euch allen noch ganz einen gemütlichen Abend. Bleibt noch ein Sitzen. Geniesst noch die Fasnacht. Und wie der Dori gesagt hat, geht doch erst heute gegen morgen hier heim. Danke für euer Erscheinen und einen schönen Abend.